Here we go. Nobody inside. What the heck happened here? Let's find a good place to land and then check out the situation. You're finally here. You wouldn't believe what I had to go through. Ponderby was infected by Shodan, and then I... Hold your tongue! You can tell your story during interrogation. Soldier XT2692, you are under arrest until further notice. Nick, taken to a holding cell on the Nightwalker. Well? We. Hi. That didn't work out too good. Und damit hallo. Genau, da sind wir wieder. Zweimal Soldat X922P2, keine Ahnung. Ich bin ganz schlecht mit Nummern. Ich hab mir gar nicht richtig angehört, die Nummer. Wir sind in der Zelle und draußen ist Action. So viel dazu. Hallo. Neu, System Shock 2 Horror-Shooter von irgendwann. Ich bin jetzt schon terrifiziert. Ich will ein Sandwich. Ich will. Sandwich. Ich hab ein Sandwich. Du hast ein Sandwich. Vor allem, es war einfach. Ich bin ja gerade hier in dieses, an das Bett rangehüpft und hier hochgeklettert. Habe an die Wand geguckt und ist plötzlich hier Screen rot geworden und dann kam dieser Schrei. Ich habe gedacht, was habe ich gemacht? Habe ich mir ein Bein gebrochen beim Hochklettern oder was? Ja. Ja, beste Begrüßung ever. Ich gehe mal hier raus und... Man sieht einen Namen über Mitspieler. Was sagt uns das? Dass wir mehr Spieler spielen. Und vor allem sagt es uns, dass ich aufnehme. Ah, ja, das stimmt. Du nimmst auf. Ganz was Neues. Liegt daran, dass... mein Mikro immer schlechter wird und das neues Canceling so, ja, ist unwichtig für euch. Okay, warum ist nichts, jo. Ja, bei mir klappt das alles so halbwegs und ich find's faszinierend, wie selbst hier falsch um angezündete Zigaretten rumliegen. Ja, aber nochmal ganz kurz die Story soweit zusammenzufassen, auch für mich selbst noch. Ja. Wir wurden quasi verhaftet, weil wir das Teil in die Luft gesprengt haben. Genau. Und keiner glaubt uns, dass es Shodan gewesen ist. Was? Eine KI soll das gemacht haben? Ihr seid doch witzig. So. Search Container. Ein Burger. Ah, oh. Rechtsklick war das. Steuerung. Ich kann sie. Ja. Muss ich mich auch wieder dran gewöhnen. Ja, ich meine, das ist jetzt 2,5 Monate her oder so. Mindestens. Nebenbei. Ja. Captain to Security. Ja. All security systems on the bridge are suddenly acting up. What have you done? Es fängt schon wieder an. Ah, man kann mit der mittleren Maustaste auch hier. Oh, mit den ganzen Sachen sieht das Interface komplett anders aus. So grün und blau und ja. Komisch. Ja, so ein bisschen was. Hab einen Schraubstock. Hab einen Psi-Amp. Nein, nicht F. Wow, wie perfekt das einfach für uns gemacht ist. Ja. Hab einen Schraubstock, hab einen Psi-Amp. Als ob die schon gewusst hätten, dass wir das spielen. Und nebenbei? Ja? Laute Konsolen sind laut. Ja, das sind sie wohl. Wobei es, glaube ich, eher die Sirenen als die Konsolen sind. Übrigens, da liegt noch Munition drin, falls du sie haben willst. Ich bin nicht angetan von diesem Spiel. Warum? Weil ich Horrorspiele im Sinne von wirklich Horror echt nicht leiden kann. Die alten System Shocks, also die vorherigen waren noch gut. Jetzt läuft man hier von einem Raum in den anderen, man weiß nicht, was passiert. Überall kommen Schreie raus. Das ist nicht mein Spiel. Leute, ist nicht meins. Ich gehe hier lang, da bricht oben die Leitung zusammen. Ich höre noch einen Schrei. Das ist nicht... Nein! Es ist nur der Anfang, dann ist ein Althut, dann ist es wieder ruhig. Nebenbei merkt ihr den Code, der hier drauf steht, das ist bestimmt wichtig. 5 Stellen, das ist ein Standardcode. 49331. Merkt hoffentlich. Guck mal kurz, 49331, ja, kann man sich eigentlich doch einfach schnell abschreiben. So viele Upgrade-Einheiten. Da lag doch gerade irgendwas, oder? Und eine Tasse. Und ich glaube, ich möchte auch den nächsten Schraubstock haben, weil die Psi-Amp ungefähr ein Achtel des Bilds einnimmt.
Man sieht zwar schick aus, keine Frage, aber man sieht halt nicht viel. Ja. Taylor, Parker, come on, answer! What on earth is wrong with you? Und ja, wir zerstören die Atmosphäre durch Multiplayer und so weiter. Wir wissen's. Nebenbei. Sieh Spatz. Ich bin nicht glücklich, dass ich jetzt schon eine komplett aufmunitionierte Pistole in der Hand haben kann. 4, 9, 3, 3, 1 war das, meine ich. End of security alert. All systems back to normal. Ich muss sagen, Xerxes XP war mir doch tatsächlich lieber. Alter, die schlagen schneller zu als vorher. Oh, ich kann gar nicht angreifen, weil ich während der Zeit in der Zelle total verblödet bin. I saved you. You saved me. And killed myself with it, almost. Ja, ich kann die bisher effektiv nicht verwenden. Ich wollte gerade in mein Inventar gucken. So, kann ich sie auch gleich weglegen. Nein, ich kann nämlich meine Waffe auch noch nicht nutzen. Oder? Okay, Moment. Ja, aber voller Wissen für, wie man eine Waffe nutzt. Guck mal, erstmal Sandwich essen. Ja. Und einen Burger. Guck mal, der Stuhl sieht voll ergonomisch aus. Hinter dir. Moment. Oh, kaputt. Nebenbei. Log. Log. L. Captain, nobody knows what really happened on Ponderby Station before it blew. But I find it hard to believe the prisoner's strange story about Shodan. Either this guy is suffering from dementia and has completely gone insane, or he wants us to believe he's insane when he's really a terrorist. I'm no psychiatrist, so I just can't say for sure. However, I think this man's case is best left to the military court on Earth. Eine sehr amerikanische Einstellung. Wir sind Terroristen, wir sind Terroristen. Ja, ne, wollte gerade sagen, das ist amerikanisch, stereotypisch. So. Nebenbei bin ich an sich nicht sehr froh darüber, dass ich schon eine gute Waffe habe. Ich meine, wie lange waren wir in der Zelle? Ich war einfach der Stärkebild hier und ich, keine Ahnung. 12 Tage. 12 Tage. 12 Tage waren wir in der Zelle, ja. Komplett. Hey, attention. Oh. This is Captain Heike Weber. Stand still and listen to me. I must admit that it looks like you told the truth. We took a badly damaged escape pod from Ponderby Station on board. And that was when all the trouble started. First, we lost control over the bots and the entire security system. The main current supply for the elevator broke down, so all decks are isolated. But there's an emergency generator located on your deck for this type of situation. Find 3 batteries, enter the maintenance tunnel, and insert them there. Then activate the elevator with the computer console in the admin section. Get moving! Ja, Frau Heike Weber. Das wollte ich gerade sagen. Übrigens, ich hab's gehört, ja. Vielleicht solltest du ein bisschen aus der Reichweite von dem Teil rausgehen? Ja, ja, ja. Weil ich noch nicht schießen kann. Who cares? Jo, ich meine, ist halt hier aus irgendwelchen Gründen größtenteils eine deutsche Community. Dead. Dead. Ich gleich auch. You Dead. Saved me. Cola. Trinken. Ja, du brauchst sie dringend, das stimmt. Ich habe 10 Leben momentan. Ich will nicht zum Aufzug, ich will ins Lager. Lager ist immer gut. Lager ist immer passwortgeschützt. Okay, dann will ich da rein. Oh mein Gott, da hat jemand seinen Schreibtisch umgekippt. Ja. Was? Tasse und Magazin und... Oh. Munition für mich und Milka-Schokolade. Weil... Reparaturmodul. Weil keine Platz... Naja. Ich weiß, was ich sagen wollte, lasst mich in Ruhe. Übrigens, Log. Falls ich das noch nicht gesagt habe. Ich weiß, dass da ein Log wäre. Okay. Tun wir? Tun wir.
don't like to complain all the time, but I'm tired of this. I've gotten used to the fact that I need to mop my office myself. If need be, I would even mop yours. But how long has it been since the restrooms have been cleaned? When I asked our cleaner about it, she only laughs. I mean, why do we need to have a cleaning service on this deck when they aren't doing anything? And no, I won't clean the restrooms, at least not the ones for the men. Ich frag mich immer, wer hier rumrennt und die ganzen Memos aufzeichnet. Das sind die ganzen Perversen, die die Tagebücher entführen. Die Memos hier ursprünglich mal waren. Keine Ahnung. Hey. Oh. So viel dazu. Weapon. Schön. Nein, nicht das da. PSI. Man hat gerade genug, um die Waffe auszurüsten, die man gerade dabei hat. Oh, Kryo. Wie viele Punkte hast du jetzt noch übrig? 3. Noch 4 Punkte übrig. Das heißt, ich kann mir jetzt gleich noch einen Punkt für Stärke dazu packen. Obwohl. Nee, Stärke ist das erstmal das Wichtigere. Ich muss nämlich kämpfen können. Mal kurz die Waffe angucken. Was habe ich so? Ich habe 12 Standardmunition. Warum habe ich überall so ein grünes Rauschen auf dem Bildschirm? Ja, weil es Tod und Verderben. Tod und Verderben. Okay, akzeptiere ich. Hallo, ist die Tür neu? Relativ. Ich habe, glaube ich, noch nie eine Tür gesehen, die ein Fenster drin hatte. Oder zumindest nicht so. Glaube ich. Wahrscheinlich wird die Textur neu gepackt. So, Passwort haben wir immer noch nicht. Hierfür auch nicht und hier höre ich wieder Schritte. Nicht dein Ernst. Bäh. Da oben ist eine Laserkanone, ne? Ach da, bin ich also vorbeigelaufen. Ich höre das. Warum ist bei euch eigentlich in der Zelle hier? Moin. Und. Moment. Es funkt überall. Dead. Fängt schon mal gut an. Ich sterbe direkt wieder. Ach, ja. Wie es einfach 3 Schüsse panzerbrechende Munition gebraucht hat. Ja, die Dinger sind. Die sind solide. Vor allem waren die gerade knapp weit genug weg, um da sicher nicht mehr rankam, ne? Jo. So. Links oder. Nehme ich die Schrotflinte gleich mit? Ne, wir werden hier eh. Links oder links? Links oder links? Rechts. Okay. Jetzt links. Ey, und ich gehe in die Mädchenklo. Aber erst links. Seife und eine Topfpflanze. Da kann keiner was. Was hast du? Eine Serumspritze, also so eine Matchspritze. Okay. Und panzerbrechende Munition hier in der Ecke. Gut, dass es dir aufgefallen ist. Rennt er mal. Ach, jetzt schon. Hier ist noch ein Container, der ist leer, okay. Und hier ist noch ein Lock. Gleich. Oh, es blitzelt. Gleich. Oh, oh Gott. Hi there. Please make your selection. Ja, ich meine, ich könnte mir 13 Tüten Chips kaufen. Ja, man kann. Wir können jetzt erstmal einen Log hören. Genau. The code for storage is 24867. I wonder why we have to lock the storerooms here on deck 2 with the code. Everyone on this deck gets the code anyway, so why not just leave the door open? But that would be too easy. We need a security code for everything, and every month they need to be changed. Bah, as if I don't have better things to do. Ach ja. 24867. 24867, jo. Für einen davon. Nicht für den. Aber für den hier. Oh, 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 Vorsicht, Vorsicht. Nicht weitergehen.
Macht der Knopf irgendwas? Ja, die Tür von innen auf. Vorsicht, weil ich sehe da einen Freund. Oh, ein Robo-Freund. Weißt du was? Hä? Hi, Robo-Freund! Ich hoffe, der wäre eigentlich irgendwie, keine Ahnung, abgeschaltet oder so. Ich denke aber nicht, dass ich es wirklich erwartet hätte, weil das wäre zu schön gewesen. Jo. Ach, erwischt. Fritzel, Fritzel, Fritz. Ja, wir bräuchten mal einen zweiten Schraubendreher. Weiß ja eigentlich gar kein Schraubendreher ist. So, Schraubenschlüssel, aber egal. Ich hab einige Stärke reingedrückt gekriegt. Wenn du so rumtanzen kannst in den dünnen Gang, kriegst du ihn kaputt. Oder auch nicht, weil ich irgendwo von hinten angeschossen wurde, glaube ich. Die Biester respawnen ja auch ständig. So anscheinend. Hat er gerade 6 Schuss gebraucht, ehrlich? Jo. Oh. Au. Sorry. Unser brechende Muni. 12 Schuss Schrot. Okay, man wird aber besser ausgerüstet. Dann nehme ich die kaputte Schrot einfach mal mit. Ja, ist falls ja ich sie bald reparieren kann. Ist allgemein schwieriger. Wartest du kurz? Ja. Wir brauchen unbedingt eine Möglichkeit zu warten bald. Weil ich kann einfach nicht. Ich hab ein HP. Geil. Moment. Edge-Spritze. Jo. So. Die können doch nicht gleich zu Anfang so ein Robo hier hinstellen. Christine kann das. Aber hey, Chemielabor. Modifizierungssoftware verwende ich doch mal. So, und. Ist ja eh nur der Log, ne? Jo. Ja. Nehme ich mal hier im Hinter. Ah, schau mal, hier oben liegt doch was. Nämlich. Upgrade-Einheiten. Ach, du warst es da oben. Ich wollte dich gerade hauen. Da hinter den Kohlendioxid-Kanistern. Ah. Nebenbei. Wofür auch immer. Lag hier oben nicht zufällig eine Batterie rum, das wäre schön praktisch gewesen. Will ich nicht. Nee. Schau, wir brauchen 3 davon. Moment, ist hier vielleicht irgendwo eine Batterie versteckt? Das da ist eine Laborflasche, wo sie nach Batterie aussieht. Bäh. Ja. Vorgehen lässt. Ne, nun, du bist nun mal der mit der Wrench. Antitoxinspritze für dich, oben in der Kiste. Eine Batterie. Und 2 Batterien. Tenaniten, Einwegwartungswerkzeuge. Kiste mit Munition. Hast du die Spritze rausgenommen? Habe ich. Also das Wartungsareal? Ja, wahrscheinlich. Wie ich leider in diesem Spiel hasse. Ach, jetzt haben die dieselben Leitersysteme verwendet wie in dem anderen Teil, wo du hier so... wo du nicht rüberhüpfst, weil dir ein gewisser jemand nämlich den Weg versperrt. Weil er gleichzeitig runterklettert. Ja. Au. Ja. Ich höre Spinnen. Geh vor. Du hast die Antitoxinspritze. Ja, ist okay. Kriech nochmal. Ah, okay. Ja, es ist in Ordnung. Ich wollte nur kriechen. Ich habe jetzt mal hier zu einem um in der Ecke. Hier war nichts mehr, okay. Du kannst dich ja gar nicht vernünftig wehren, oder? Doch, ich brauche nur Walzen aufladen. Also, nein, ich kann mich nicht vernünftig wehren.
Dead, aber ich auch gleich. Ein Feuerlöscher. Ich hab noch 2 Leben. Immer noch Radioaktivität. Okay, wow. Hat sich gelohnt, hier unten zu sein. Ich werde jetzt eh gleich sterben, also kann ich auch kurz ins Ende schwimmen. Jo, ich hab's auch gleich hinter mir. Bin soeben gerade ersoffen. Okay. Bin ich eigentlich nicht, ich bin Wasser an den ein Spinnengift verreckt. Aber ich habe noch Munition gefunden dabei. Das ist gut. Warte, ich bin gleich da. Da unten läuft wieder so ein Kerl rum, den will ich gar nicht erst begegnen. Ich leg die Psi auch nochmal weg. Weil ich glaube, das bringt so nicht wirklich. Können wir das nämlich bitte vorgehen? Natürlich. Ich sag dir, wenn ich unten bin. Okay, jetzt kannst du kommen. Okay. Jupp. Oh, hallo, Cyber-Module. Ah, hab ich gar nie gesehen. Wir lagen auf der Schräge. Wegkriechen. Einfach nur der Stimmung wegen, weil ich möchte mir nicht den Schädel hier an der Decke abkratzen, ne? Ja, tue ich ja auch. Mhm. Ist das ein Kerl mit Rot oder? Oder mit Stange? Sehe ich nicht. Mit Schrot. Mit Schrot. Hab ihn. So, Frage ist da, wie komme ich hier raus? Tippe auf gar nicht. Gut möglich. Warum kann ich mich nicht umbringen? Nein, kannst du dich einfach hier an den Rand schwimmen und dann hier oben dran irgendwie? Ich meine, man kam doch eigentlich auch aus dem Schwimmbecken wieder raus irgendwie. Ja, da gab's eine Leiter. Geht so bis oben. Nee. Ist nicht mehr. Wurde mir gerade erst oben angezeigt. Ich könnte dich erschießen. Das wäre Munitionsverschwendung. Ja, ich kann aber sonst nichts tun. Tja, eine andere Möglichkeit haben wir aber anscheinend nicht. Mist. Aber hier ein Aktivierungsschlüssel in dem Kerl drin. Ja, das macht nicht weniger Mist. Hi. Hi. Ja, hi. Ich dachte nicht umsonst Mist. Oh. Okay. Ja, also ich kann dich nicht umbringen, so ein weiteres. Moment. Mein Psi macht auch Schaden, so ist nicht. Ja, schon. Pausieren wir die Aufnahme und. Was? Bist du gerade hoch? Nee. Sieht so aus. Gucken dann mal, wie wir das so hinbekommen, hier rauszukommen. Ja.